Brötchen kommt. Heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde den LKW Firma Simulator. Nein, wir spielen heute wieder Emergency Hamburg. Und zwar seht ihr hier schon, ich habe die 6794 XP gesammelt. Wir gehen auf Schicht starten und drücken hier mal auf die am meisten XP macht. Denn ihr seht hier schon, ich habe alle Autos mittlerweile, unter anderem jetzt auch den. Und den werden wir auch fahren. Den spawnen wir jetzt und fahren auf jeden Fall mit dem. Denn das ist der neue LKW, sag ich mal, den wir jetzt freigeschaltet haben. So sieht er aus. Ich kann ja auch mal gerne die Rundumleuchten anmachen und auch mal fahren. Das ist ein geiler LKW, sag ich mal. So. Das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit, den zu bekommen. Aber wie ihr sehen könnt, habe ich den jetzt. Und ich würde sagen, wir fahren damit auch mal. Ne? So. Ja. Ups, das war nicht mit Absicht. So. Gehen wir hier mal hoch. Zack, zack, zack. Okay. Wir fahren jetzt erstmal hier nach links rein. Dazu wechseln wir die Spur und fahren hier einmal rum. So. Ist auf jeden Fall ein geiler LKW, muss ich sagen. So. Zack. Fahren wir hier links rein, würde ich sagen. So. Und fahren dann hier einmal rechts rein und drehen dann sozusagen. Dann können wir nämlich ganz geschillt weiterfahren. So. Zack. Und let's go. Dann müssen wir hier links biegen. So. Zack. Dann einmal nach rechts. Da, wo wir herkommen. Da kamen. So. Und dann einmal hier runter. So. So. Zack. Fahren wir hier mal hoch. Und hier rechts rein. So. Dazu kann ich aber gerade nicht, weil es rot ist. So. Warten wir hier mal. Jetzt dürfen wir fahren. So. So. Was für ein Schmutz. So. Dann hier einmal so rein. Zack. 54. So. Dann einmal nach links. So, okay, perfekt. Ich würde sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst. Beziehungsweise auch ein Abo da lasst. Würde mich sehr freuen, um mich ein bisschen zu unterstützen. Würde mich auf jeden Fall sehr supporten. Denn wenn wir die 500 Abonnenten erreicht haben, bin ich sehr glücklich. Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Also vielen Dank für euren ganzen Support auf jeden Fall. Ich mache jeden Tag aktuell Abonnenten. Was ich nie gedacht hätte. Also auf jeden Fall, Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für die ganze Unterstützung. Ist nicht so einfach. Was heißt einfach? Ist nicht selbstverständlich, genau.
dass ihr das macht. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich unterstützt. Ich habe auch überlegt, ab 500 Abonnenten bzw. 1000 Abonnenten kleines Gewinnspiel zu machen. Also wenn ihr darauf Bock habt, fleißig den Abonnier-Button belästigen, dann wird bald Gewinnspiel starten für das Abo-Special natürlich, ne? Ja. Also ich habe vor, bei 500 Abonnenten tatsächlich ein Special zu machen. Weiß noch nicht, ob es so ganz funktioniert, wie ich es mir vorstelle mit den Abo-Special. Ihr kennt ja mal ein 50 Abonnenten-Special und der war auch schon geil. Aber wenn man jetzt so viele hat, ist schwierig, da so Sachen rauszusuchen praktisch. Also, das heißt schwierig. Aktuell weiß ich nicht, wie ich das gestalten soll und sowas. Sonst wäre es wäre auch schon längst ein 300 Abonnenten-Special gekommen. Problem ist, ich habe keine Idee dafür. Ja, also eigentlich sollte ab 300 Abonnenten, die ich ja schon längst erreicht habe, ein Special kommen, aber leider hatte ich keine Ideen, beziehungsweise wusste nie so ganz, was ich da überhaupt machen soll. Ne, also einfach nicht wundern. Ich werde aber definitiv bei 1000 beziehungsweise 500 Abonnenten, denke ich mal, einen Special machen. Also seid da auf jeden Fall gespannt. Beziehungsweise ein Gewinnspiel. Weiß leider noch nicht, also ich weiß noch nicht, was ich verlosen will. Muss ich da mal gucken, ne? So. Fahren wir hier mal nach links. So. Weil wir müssen zum ADAC und ADAC ist hier rechts. So. Aber ich finde diesen LKW so geil, ne? Kacke. So. Ja, ich hab's geschafft. Perfekt. So. Jetzt aber. Perfekt. Besten nicht unter dem Baum, weil das ist nicht so gut. So. Jetzt aber. Zack. Polizeistation. Fahren wir mal dahin. So. Perfekt. Dann fahren wir hier mal rechts lang. So. Anscheinend nochmal rechts, okay. So. Zack. Und fahren dann mal Richtung Polizeiwache. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Also, ich weiß, wo die ist, aber ich weiß gerade den Weg nicht. Aber wir müssen erstmal die Lieferung abholen und dann fahren wir ja erst dahin. Ja. So. Ich würde auch mal bremsen. So. Zack. Perfekt. So. Dann fahren wir auf zur Polizeistation. Da habe ich gerade ein bisschen die Wand mitgenommen, aber passt schon. So. 50, ja. 55 darf ich ja fahren, dann passiert nichts. Da stehen irgendwie welche. Ich muss allerdings da durch, deswegen fahre ich auch einmal da durch. So. Zack. Weil der sieht schon geil von vorne aus, ne? Muss ich ehrlich sagen. So. Fahren wir hier mal rechts. Links rein und dann rechts. Boah. Komm mit dem LKW nicht so wirklich um die Kurven hier. Na, nee. So. Ah, jetzt. Okay, perfekt. Fahren wir zum Footballfeld. Da war ich tatsächlich auch noch nie und habe die Lieferung da gemacht. Das ist jetzt eine ganz neue Lieferung. So.
Zack. Fahren wir mal dahin. Auf zum Fußballplatz. So. Boah. Da wann ist da ein Zaun? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wow. Bremsen. So, man darf hier nämlich nur 50 fahren. So. Links rein. So. Weil wie schaffe ich das denn jetzt hier gerade reinzufahren? Ah so, okay. Zack. Und geradeaus. Los, los. Auf zum Fußballfeld. Jetzt aber wirklich. Oh. So schnell. Perfekt, so. Fahren wir weiter Richtung Fußballfeld. Dies ist auch unser letzter Auftrag. Dann können wir wieder mit unserem geilen Porsche. Der wurde übrigens auch geupdatet. Fahren. So. Ich fahre jetzt ein bisschen schneller als man darf, aber es juckt ja natürlich auch niemanden. Ne? Bis euch. Ja, egal. Ach doch, das. Ah. Da war ich tatsächlich schon mal. Das ist ja dieser Fußball. Da ist ja sogar jemand. Okay, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Schaut außerdem auf meinen Discord oder vorbei. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal die 300 User voll machen würdet. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandro. Ciao, ciao. We'll be right back.